Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu Saints Row 3. So, was haben wir denn hier? Arsenal. Und dafür haben wir jetzt auch wieder Munition. Wir nehmen mal den Penetrator mit. Okay. Ja. So, übernehmen. Jetzt hat er nicht mehr in der Hand. Alter Falter, das war. ne, hier. Okay, den werden wir dann gleich schon mal ausprobieren. Wir verlassen jetzt erstmal das Domizil. So, Aufzug auf. Gehe zur Garage. Ich weiß gar nicht, was für ein Part wir sind. Ich bin immer noch in der ersten Aufnahmesession hier. Ach halt. So. Okay, den Torch. So, okay. Oh, wir haben 4 Aufträge. Ah, erstmal Geld kassieren. Ah, wir haben 22.000 am Start. Da würde ich sagen, das kostet 10.000. Das wird bestimmt heftig viel Kohle bringen. Was haben wir hier noch? Illegaler Handel, okay. Hier hatten wir noch ein Tätowierstudio. Welches wir uns auch kaufen könnten. Bandenoperation hätten wir hier im Park. Und das hier kostet ja, glaube ich, 12.500 oder so. Was natürlich auch schon heftig teuer ist. Und hier ist auf jeden Fall noch ein Waffenladen, wo wir hin müssen. Was haben wir hier noch alle? Versicherungsbetrug, da können wir uns wieder vor ein paar Autos werfen. Professor Genki. Was kostet das hier? 1000. Ne, ich würde mal sagen, wir gehen mal hier hin. Und kaufen uns mal die Coda-Fabrik. Das fängt ja schon gut an. Nicht mal gerade aus der Garage kann ich fahren. So, umdrehen. Ja, GPS, neuer Weg, danke. Was haben wir denn da? Catwolf. Okay. So. Die stehen aber ganz schön eng hier. Na, fast ohne Kratzer rausgekommen. Ich bin viel zu früh stehen geblieben. Naja, egal. Da rennen wir schnell hin. Und holen uns dann mal hier diese Cola-Fabrik. Einfach nur, um mehr Geld pro Stunde zu generieren. Sehr schön. 1000 pro Stunde. Nice. Hopsa, ein bisschen weit gedreht. Okay. Weiß gar nicht, was wir mittlerweile pro Stunde bekommen. Aber 1000 dazu ist auf jeden Fall nice. So, außerdem haben wir dann wieder ein bisschen Stadtkontrolle dazu bekommen. Dann schauen wir mal weiter auf die Karte. Wir hatten ja hier noch das Tätowierstudio. Wie viel haben wir jetzt? Eine stündliche Einnahme haben wir 4000. Dann würde ich sagen, fahren wir mal dahin. Oh, ganz cool, Moment. Halt. Oh nein. So, mit dem Motorrad, welches sich gerade fährt wie Scheiße, müssen wir jetzt unbedingt zu dem Motorrad hier vorne, welches ich haben will. So, so, oh, da sind wir noch drauf gesprungen, sehr schön. So, okay. Wow, Kollege, parkt ja da rückwärts ein. Okay, Motorrad wieder sehr gewöhnungsbedürftig. Im Gegensatz zu den Autos. Hier hoch. Oh, wow. Auf jeden Fall flott unterwegs, die Kiste. Ah, wir können auch wieder Wheelies machen und Stoppies, nehme ich mal an. Ja. Okay. Und hier sind wir schon beim Dingsladen. Eine schlechte Maschine. Beim Tätowierladen. Rusty's Needle kaufen wir auch direkt. Sehr schön. 500 pro Stunde wieder dazu. Nice. Und 7000 haben wir noch. Das hier besitzen wir bereits. Hier oben war doch irgendwo noch eine Immobilie, die wir nicht besessen haben, oder? Oh, ganz hier oben auf der anderen Insel erstmal.
Shit, das ist mir schon fast zu weit weg. Wir können hier diesen Bekleidungsladen kaufen wir jetzt noch. Und dann schauen wir mal direkt noch, was es da so gibt. Und wir sollen hier hoch. Dann machen wir das mal. So. Yeah, auf dem Hinterrad. Der Ghost Rider ist unterwegs. Willike Rekord, 158 Meter. Können wir direkt nochmal einreißen. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Okay. Ah, hier ist wieder so ein Sense-Schuppen. Ich weiß nicht mehr, wie die Hütte hier heißt. Aber ist auch egal. Ah, wie geil ist er denn? Yeah. Fuck yeah! Woo! Okay, nichtsdestotrotz kaufen wir uns den Laden direkt. Planet Saints. Bam. Okay. So, dann gehen wir mal da rein. Moin, moin, Leute. Um ans Handy zu gehen. Nee, ich habe jetzt keine Lust auf so ein Dings da. Ah, können wir da noch ganz normal abwäschen. Okay. So, was haben wir denn hier? Oberkörper, Oberkörper. Anzukämmend. Wir haben uns die Klamotten zwar schon mal komplett angeguckt, aber was ist denn hier mit? Was steht denn da drauf? Crooks and Saints. Wir können uns natürlich auch so ein Club-T-Shirt hier anziehen. Oder ein weiß. Ha, nee, keine Jacke. Das hier? Nee, ich glaube, wir holen uns. Was steht da? Don't you know, I'm loco. Sagen wir, gehen mal hier hin. Kaufen. Kette haben wir schon. Rucksack brauchen wir keinen. Ach ja, komm. Haben wir ein neues T-Shirt an. Das ist doch schon mal was. So. Wir haben noch so viel Zeit. Ich würde sagen, dann machen wir noch eine Panzermission. Kriegen wir auch wieder ein bisschen Kohle dazu. Wow. Super, dem Auto ausgewichen und am Baum hängen geblieben. Das wäre eine Versicherungsbetrugsmission. Also wir machen jetzt erstmal, dass wir einen Panzer haben. Ich habe schon mal ein paar mehr Lust drauf. Und hier ist er schon. Ist ja auch schon Stufe 3, glaube ich, mittlerweile dann. Panzervandalismus. So, macht mal Platz da, Mädels. Ich hab gesagt, mach mal Platz da. Ich treffe die Typen anscheinend nicht, die ich da treffen soll. Ah ne, den Brunnen soll ich platt machen. Ne, da sind hier Leute, die hier drauf geschissen. 400.000 sollen wir machen. So, hier ist noch ein bisschen was zum Zerstören. Wo sehe ich eigentlich meine Gesundheit? Achso, ich habe auch noch ein MG. Ich wollte den Hubschrauber abschießen. So, da nochmal reingehalten. Da und. Boah, gegnerischer Panzer. So. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Hier die 400.000 voll zu machen. So, hoch in die Richtung. Noch mal Platz. So, wen haben wir hier noch? Bam. Das ist 286.000. Shit, wir müssen weiter in die Richtung hier.
hier noch. Sie noch, ja. So viel Kohle bringen die gar nicht. Oh shit. Oh shit. Komm, dreh dich. Battlefield 3 mäßig hier. Verpanzer zerstören. So, eine Minute haben wir noch. Erstmal wieder zurechtfinden hier. Wo ist denn das nächste Missionsziel? Ganz hier oben irgendwo. Dann holzen wir ja mal so ein bisschen rum. Ah, das dreht sich so scheiße langsam. Piss euch. Ah, Hilfe, wir werden die Kohle nie zusammenbekommen. Ah, die Anzeigetafeln hier kann ich gar nicht platt machen. Shit. Jetzt hapert es an den letzten paar Kröten. So, na, kam noch ein bisschen was dazu. Jetzt gehen wir jetzt mal rum. Ein paar Bullenblatt hier. Shit, kaum noch Zeit, kaum noch Zeit. Nur 100. Oh, geschafft. Ich hab's geparkt. Vor Ablauf der Zeit. Achso, weil meine Kombi noch am Laufen war. Deswegen. Okay, nice. 6600. Dankeschön. 45% kontrollieren wir jetzt mittlerweile. Ach, und es regnet. Wir sagen, da füllen wir mal den Anti-Regentanz auf. Yeah! Naja. Gut. Wie funktioniert der denn hier? Okay. ja, hier haben wir natürlich einiges. Ach, hier haben wir jetzt auch Versicherungsbetrug und so. Okay. Erstmal Geld abheben. Zack, da haben wir wieder 14.000. Da können wir direkt mal gucken, wo befinden wir uns denn momentan. Hier. Dann kaufen wir uns direkt noch hier den plastischen Chirurgen für diese Folge. So, mal Platz. Carbon, nein. Da. K12. Und los geht's. Und hier sind wir schon direkt. Oh, und er steigt über die Beifahrerseite aus. Ja, dann haben wir wieder schön 500 pro Stunde mehr. Nice. Oh, komm. So. Gut, was machen wir denn dann im nächsten Part? Was haben wir hier? Abgreifen, trojanische Nutten, Versicherungsbetrug, Cyberfahrt. Cyberfahrt hört sich auf jeden Fall lustig an. Das machen wir dann aber erst im nächsten Part, Leute. Bis dann. Ciao, ciao.